Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich bin Lehrer von Beruf und ich wohne in Berlin. Und heute möchte ich mich mal äußern zum Thema Narrative und Wissenschaft. Warum? Weil ich glaube, dass der Ärger, den ich mir in der Schule bei den Kollegen zugezogen habe, genau aus einem Unverständnis dieser beiden Dinge resultiert. Weil wir haben in den letzten Jahren vermehrt darüber nachgedacht, wie man fächerübergreifenden Unterricht gestaltet. Wir haben nach Themen gesucht, die man sowohl im Deutschunterricht als auch im Elektrotechnikunterricht unterrichten kann. Und wie man das denn am besten macht. Oder wie man, was weiß ich, irgendwelche Inhalte in Gestaltungsfächern darstellt, die in anderen Fächern im Unterricht behandelt werden. Ja, kann man ja alles machen. Haben wir auch alle für sehr sinnvoll erachtet, weil egal in welchen Rahmenlehrplan man hineinschaut, es geht um Kompetenzen, die zu erwerben sind. Es geht zunehmend um Lernfeldunterricht. Das heißt, es sind zusammen Aufgaben zu lösen und darüber macht man sich jetzt her. So, was hat das jetzt mit Narrativen und Wissenschaft zu tun? Nun gut, erstmal dazu, was stellen wir uns unter Narrativen vor? Es sind vereinfachende Darstellungen der Welt, die in ihrer Komplexität für uns einfache Menschlein nicht mehr so richtig zu erfassen ist. Das heißt, wenn sich irgendwo was ändert und die Temperatur steigt oder fällt, dann ist es ja schön, wenn man sich dann eine Erklärung dafür zurechtlegt und dann zum Beispiel permanent vom Klimawandel spricht. Diese Erklärungen, die dort gegeben werden, damit sie dann jeder versteht, sind nicht nur didaktisch reduzierte Wissenschaft, wie man das vielleicht annehmen könnte, sondern sie sind auch gewürzt mit viel Ideologie, Religion, was auch immer gerade den Autoren dieser sinnstiftenden Erzählung in den Kram passt. Somit ist die Erzählung vom Klimawandel eine Erzählung. Es ist ein Narrativ. Ja? Und der Wunsch, glaubt der Wissenschaft, enthält bereits das Wort glaubt. Wenn ich Wissenschaft mache, muss ich nichts glauben. Wenn ich Wissenschaft mache, dann stelle ich Fragen. Ne? Also nur vorab schon mal zum Thema Wissenschaft. Klimawandel ist genauso ein Narrativ wie Corona aktuell. Ja? Weil wenn ich Corona als Wissenschaft behandle, dann muss ich den Leuten nicht sagen, glaubt an Viren, glaubt daran, dass ihr euch ansteckt, wenn ihr keine Maske aufsetzt. Glaubt daran, dass ein großer Abstand zu unsymptomatisch erkrankten Personen sinnvoll ist. Nur mal dazu, also unsymptomatisch Erkrankte waren bis letztes Jahr gesunde Menschen, so hat man die bezeichnet. Ja? Du bist gesund, wenn dir nicht die Nase läuft, wenn du nicht hustest, wenn es dir nicht im Hals kratzt, wenn du kein Fieber hast und so weiter. Jetzt geht man irgendwo hin zum Testen und bekommt einen positiven PCR-Test. Und dann heißt es, Quarantäne, geh nach Hause, du steckst andere Leute an. Das kann man glauben oder auch nicht. Wissenschaft ist das nicht, das ist ein Narrativ. So, also wir werden zunehmend mit Narrativen regiert und es gibt Leute, auch unter uns Lehrern, viele, die auch ein einfaches Leben haben möchten und jetzt einfach mit den Narrativen gehen. Die es auch überhaupt nicht gut finden, wenn dann jemand eine Frage stellt dazu, sag mal, das kann doch gar nicht sein, weil so und so und so und so. Da clashen sozusagen die Narrativerzähler zusammen mit den tatsächlichen Wissenschaftlern, nämlich den Leuten, die wissen, was Wissenschaft ist. Wissenschaft ist kein Narrativ. Wissenschaft ist keine Erzählung. Wissenschaft besteht daraus, viele, viele Fragen zu stellen und der ein oder andere mal genauer auf den Grund zu gehen. Dazu denkt man sich zum Beispiel einen Versuch aus, dazu stellt man mathematische Berechnungen an,
Das sind erstmal Thesen, dann werden sie bewiesen von demjenigen meistens vielleicht, der sogar die These aufgestellt hat, weil der hat ja das größte Interesse daran. Das heißt, der treibt auch die Versuche voran, der schreibt auf, was er gemacht hat. Der schreibt den Versuch vor allen Dingen so auf, dass er für andere nachvollziehbar ist und dass der nachgestellt werden kann und dass das gleiche Ergebnis dabei rauskommt. Wenn das der Fall ist, dann spricht man von Falsifizierbarkeit. Das heißt, wenn ich belegen kann, dass meine Versuchsanordnung, so wie ich sie aufgebaut habe, immer zu dem gleichen Ergebnis führt, dann kann ich daraus meine Schlüsse ziehen. Ja? Aber das ist schon mal die Voraussetzung, dass man da wissenschaftliches Handeln sieht an dem Punkt. In der Medizin wäre das die evidenzbasierte Medizin, die sehr darauf erpicht ist, dass die Ergebnisse nachvollziehbar sind. Auch die Studien zu unseren Impfstoffen zum Beispiel basieren ja normalerweise darauf, dass man Zehntausende von Probanden testet. Natürlich muss die Versuchsstellung so sein, dass sie Sinn macht. Ja? Also wenn ich jetzt nur Leute in einen Corona-Versuch reinnehme, die normalerweise gar nicht daran erkranken, deren T-Zellen in keinster Weise, na gut, also an diesem Punkt lasse ich das mal weg, das wird dann ein anderes Video. Das, was ich jetzt gesagt habe an dieser Stelle ist, ich muss sicherstellen, dass der Versuch Sinn macht. Ich kann natürlich auch den Versuch auseinandernehmen und sagen, ich mache einen ganz anderen Versuch. Das ist auch Wissenschaft, ja. So, also jemand, der rauskommt und ihnen sagt, glaubt der Wissenschaft. Das ist eine These, die unterschreibe ich nicht. Wissenschaft ist genau das Gegenteil von glaubt der Wissenschaft. Wissenschaft bedeutet, hier ist der Versuch, das habe ich gemacht, das ist dabei rausgekommen, probier es auch mal aus, ob du zum gleichen Ergebnis kommst. Das ist Wissenschaft. Ja, bitteschön. So, und wenn jetzt heute vermehrt Leute rauskommen, die sagen, glaubt der Wissenschaft, dann steckt da irgendwas anderes dahinter. Wahrscheinlich ein Narrativ. Eine Vereinfachung, eine simple Erzählung der Politik. Das einfachste Narrativ der Welt ist wahrscheinlich das Narrativ von Gut und Böse, was immer gerne erzählt wird, schon in alten Märchen. Ja, da gibt es die Guten und da gibt es die Bösen und dazwischen gibt es nichts. Ach, die Wahrheit sieht wahrscheinlich eher so aus, dass die meisten irgendwo sich so in der Mitte befinden und die nur Guten und die nur Bösen einfach nur Märchen sind, nämlich Narrative. Ja? So. Also wenn wir mal ein bisschen weniger Märchen erzählen, wenn wir ein bisschen weniger Narrative erzählen, wenn wir ein bisschen weniger Politik machen auf Basis von Narrative, wenn wir ein bisschen mehr Wissenschaft machen, dann kommen wir auch wieder zusammen. Dann können wir uns auch wieder unterhalten. Dann müssen wir uns auch nicht mehr streiten. Weil ich bin derjenige, der diese Versuchsanordnung aufstellt und der dann sagt, guck doch mal hier hin, so und so ist das doch. Und leider ist es bislang so gewesen, dass die Menschen, die den Narrativen gedankenlos folgen, die denen einfach glauben, aus welchen Motiven auch immer, ideologischen, religiösen, weil sie stromlinienförmig mit der Masse schwimmen wollen, die haben ein Problem mit mir und meinen Gedanken, weil ich die Wissenschaft vertrete. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Ne? Es hat auch dramatische Folgen hier in Deutschland, wenn wir zunehmend Narrative unterrichten und die Wissenschaft vernachlässigen. Wir müssen uns bloß die internationalen Ratings angucken, wo Deutschland zurzeit bei der Wissenschaft steht. Das war schon mal besser, ne? War auch schon mal schlechter im Jahr 2000. Das heißt also, die Leute, die heute in politischer Verantwortung stehen, zunehmend, die haben irgendwie im Jahr 2000 ihr Abi gemacht. Das war wahrscheinlich das unwissenschaftlichste aller Zeiten. Hoffen wir mal, dass es in Zukunft wieder besser wird, ja? So. Und vor allen Dingen, dass wir uns genauer, präziser äußern zu sachlichen Inhalten, die wir tatsächlich diskutieren wollen. Ich habe immer wieder gesagt, mir geht es um die Sache.
Und dann rollten die anderen schon mit den Augen, ja? Weil Narrative darf man ja nicht in Frage stellen, wenn man daran glaubt, nicht wahr? Aber diejenigen, die das bislang getan haben, also so Narrative nicht in Frage stellen und mit den Augen rollen, die kann ich einfach nur bitten, ernsthaften Gesprächsangeboten von sachlich denkenden Menschen Gehör zu schenken, zuzuhören, nachzuvollziehen, was an diesen Gedankengängen falsch sein könnte. Und sich auch der Gefahr auszusetzen, dass man auch selbst anfängt, darüber nachzudenken, wie blödsinnig ist denn eigentlich dieses Narrativ, dem ich hier gerade folge? Wie blödsinnig ist denn diese Erzählung, die hier gerade von der Politik verbreitet wird, die hier von den Medien verbreitet wird? Das dürfen wir in Frage stellen. Das müssen wir in Frage stellen. Es geht keinen Weg an der Wissenschaft vorbei, wenn wir aufklären wollen. Ja? Und es ist ein kompletter Unsinn, Narrativen zu folgen, wenn man sich nicht einfach nur ein bequemes Leben machen möchte. Aber dieses bequeme Leben wird scheitern. Mit Narrativen fahren wir gegen die Wand. Und zwar in voller Geschwindigkeit. Das passiert gerade in unserer Gesellschaft. Wenn Menschen wie ich dafür angeklagt werden, dass sie aufklären, dass sie die Wahrheit sagen, dass sie Dinge hinterfragen, dass sie völlig transparent ihrer Meinung freien Lauf lassen. Das ist für mich die neue Normalität. Das ist das, was alle tun sollten. Raus mit euren Gedanken. Und zwar sollte der nicht lauten, das ist ja ein Dover, mit dem rede ich nicht, sondern worum geht's? Das ist die Frage. Um welche Sache geht's? Schreib mal deine Fragen auf. Wir sammeln mal Pro und Contra. Wir sammeln mal ein paar Gedanken, die wir zu überlegen haben. Ja? Da gibt es viele Methoden, die man dafür anwenden kann, um Sachen auf den Grund zu gehen. Und das ist auch eine der Hauptaufgaben von Schule, Dinge zu hinterfragen. Narrative auswendig lernen zu lassen, ist so ziemlich das Idiotischste, was ich mir vorstellen kann. Und diesem Pfad sollten wir nicht länger folgen. Das ist eine schlechte Idee. Also bitte. Mehr Wissenschaft, wenn ich mir was wünschen darf, ja? Dankeschön.